Ja, hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder euer Avenger und ja, ich habe jetzt mal ein ganz anderes Thema, beziehungsweise so ein kleines Update zu gestern. Ich habe ja gestern über YouTube berichtet, was es in welche Richtung es sich momentan entwickelt. LeFloid hat dazu jetzt ein Video hochgeladen, dass YouTube seinen Kanal kaputt macht. Um was es sich genau handelt, seht ihr auf jeden Fall gleich. Dranbleiben! Ja, YouTube-Titan LeFloid hat gestern von der Gamescom aus dem Hotelzimmer ein Video hochgeladen, dass YouTube seinen Channel kaputt macht. Es ist ja bereits bekannt, dass sämtliche Videos von ihm demonetarisiert worden sind. Er hat gesagt, er kann mit diesem Kanal safe kein Geld mehr verdienen, weil alles demonetarisiert wird. Was ich jetzt noch beunruhigend finde, ist, dass das letzte Video, wo er speziell auf die Türkei drauf angesprochen hat und kritisch darüber berichtet hat, wurde komplett aus dem deutschsprachigen Raum entfernt. Das ist halt ziemlich krass, meiner Meinung nach. Natürlich wird es auch in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich auch nicht mehr gezeigt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich meine, die Demonetarisierung bei sensiblen Themen wie zum Beispiel Terrorismus, Gewalt, keine Ahnung, sexistische Inhalte, ist ja alles gar kein Problem. Ja, das ist ja sowieso verbunden, sexistische Inhalte. So, ne? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Das ist ja alles kein Thema. Aber dass man jetzt wirklich komplett in der Form zensiert wird, so wie LeFloid gerade, der jetzt aufgrund dessen darauf aufgefordert hat im letzten Video, kann ich hier oben meine Infokarte einfach mal reinblenden. Oder da, weiß ich noch nicht. Tut mir leid. Hat er darauf aufgefordert, dass man diese Videos nur noch innerhalb von 24 Stunden sehen kann. Oder so. Weil das letzte Video war ja auch nur noch 24 Stunden irgendwie online. Und hat darauf aufgefordert, die Leute das auf jeden Fall so viel wie möglich liken, wenn sie ihn unterstützen wollen. Keine Ahnung, kommentieren, was das Zeug hält, was ja sowieso bei LeFloids Videos immer der Fall ist, dass es kommentiert und geliked wird ohne Ende, dass YouTube vielleicht irgendwas sieht. Er sagt doch, es würde wahrscheinlich nichts bringen, aber man kann es ja versuchen. Ich werde ihn dabei auf jeden Fall unterstützen und möchte die LeFloid-Fans vielleicht von euch, von meiner Community einfach dazu auffordern, das Gleiche zu tun. Natürlich auch bei mir, ist doch völlig logisch. Ne? Liken wäre ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt YouTube momentan sogar schon die Videos von Marmeladenoma demonetarisiert, die ja eigentlich alles andere als werbeunfreundlich sind, weiß ich jetzt nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, wenn man jetzt schon auf diese Art und Weise zensiert wird. Also Videos werden komplett gelöscht oder nicht freigeschaltet. Keine Ahnung. Ja, es ist schon ziemlich krass, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, es ist ein relativ kurzes Video. Ich möchte einfach mal darüber informieren. Herr Newsom hat ja direkt 20 Minuten danach auch ein Video hochgeladen oder noch eine Stunde später. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall kann es ziemlich schnell. Hat auch seine Meinung dazu geäußert. Kann ich unten in der Videobeschreibung auch mal verlinken, das Video von Herrn Newsom dazu. Der hat noch mal ein paar andere Fakten für euch. Ja, also ich finde es ziemlich krass. Das hat ja nicht mal mehr was mit dem Ursprung YouTube Broadcast Yourself zu tun, wenn man da auf diese Weise zensiert wird. Das ist ein Eingriff in die Redefreiheit, meiner Meinung nach. Und das ist ziemlich krass. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Comments, was ihr davon haltet. Und lasst uns einfach mal darüber quatschen. Mich würde das mega interessieren, Mann. Ja, willkommen in der Endcard. Es war ein recht kurzes Video. Ich habe gesagt, es ist nur so ein kleines Update zum letzten Video. Wie ihr das findet, brauche ich jetzt nicht nochmal sagen. Wenn ihr auf jeden Fall mich cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button drücken, wenn ihr mich richtig, richtig geil fandet und nichts mehr verpassen wollt und vielleicht auch, keine Ahnung, mich richtig, richtig mega fandet, dann auf jeden Fall diesen Button drücken. Teilt das Video, liked es auf jeden Fall und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Hier seht ihr jetzt noch ein paar Videos oder da meine Fratze zum Abonnieren. Wie immer, viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. See you next time, euer Avenger. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Servus, alter Schwede.